So, und damit herzlich willkommen zu der zweiten Folge vom Flixbus Simulator. Ja, was ihr im Hintergrund hört, diejenigen, die das vielleicht kennen, vom Prosimax, das ist nämlich jetzt gerade Wrestling. Ja, kurze Erklärung, eigentlich wollte ich heute noch einen schönen gemütlichen Tag machen, quasi. Wir haben es 3.29 Uhr, ich habe mir das gestern Smackdown angeguckt und jetzt gucke ich mir die Wiederholung von Raw an. Und da hat mir mitten in der Wiederholung der Chef angerufen, du hör mal, du bist ja noch in Berlin, könntest du nicht mal nach Leipzig fahren, über Dresden? Was ich mir, vielleicht. Ja, da hat er mir dann auch gesagt, mit was für ein Bus ich fahre. Und ja. Also wir sind jetzt auf dem Weg dann von Berlin nach Leipzig. Ja, und zwischendurch kann es sein, dass ich etwas komisch fahre. Grund dafür ist, weil ich Wrestling gucke. Und ja. Ja, quasi werde ich wahrscheinlich ab und zu mal nichts sagen oder jubeln oder oh mein Gott sagen. Und das ist die Freude bei mir gerade. Also es ist der helle Wahnsinn. Sollten wir den neuen Zuschauern Wrestling-Fans sein, lasst es mich wissen, wie ihr das findet. Ich bin gerade hellauf begeistert, was ich da im Fernsehen sehe. So, dass ich jetzt eigentlich das, was im Fernsehen ist, euch sagen würde. Aber wir sind ja eigentlich hier, damit ich meine Arbeit als Flixbus-Fahrer beginne. Also die erste Minute auf jeden Fall. Ja. Ich bin... So ist das. So, hier können wir aber diesmal die Temperatur einstellen auf 24 Grad. Zack. Ja, der Ton bei mir ist hier jetzt auch leiser. Das heißt, ich höre eigentlich weniger vom Spiel. Ganz eigentlich so, dass ich auch was vom Spiel zum Teil höre. So. Dann wollen wir mal gucken hier. Oh, da stellen wir das an. Und nochmal ein Referee, der sich durchsetzen kann. So. Starten wir mal. Also das Übliche, ich werde mich sofort nicht wieder an die Verkehrsregeln. Ich werde eigentlich so fahren wie immer. Ich werde diesmal auch den Passagieren schon von vornherein sagen, wie sie sich verhalten haben, was sie zu sagen haben, was nicht. Ich werde jetzt einfach mal Grenzen aufsetzen. Das habe ich das letzte Mal nicht gemacht. Gut, ich habe beim letzten Mal auch nicht Wrestling geguckt. Also ich werde jetzt knallharte Grenzen aussetzen. Und wenn sie sich hören, verpasse ich jeden, der meckert. Entschuldigung, dass es hakt, ein AKO. Die Ampel war neongelb. Das ist ganz klar grün gewesen. Es wird natürlich haken. Das ist normal. Also in dem Sinne entschuldige ich mich. Ich kann es jetzt den Zeitpunkt nicht beeinflussen. Leer sind die Straßen. Es ist kalt. Ist doch schön, vielleicht ist die Autobahn auch so leer, so. Ja, stimmt ja, hier sind wir neulich vor der... In der letzten Folge, wenn ihr euch daran erinnern könnt, bin ich nämlich vor diese Schranke vorgekachelt. Weil die Schranke nicht schnell möglich oben war. Die Kurve kriegen wir, da stehen sie über Dresden und Leipzig vorm Bo. So. Finde ich auch schön für dich, dass du eins auf die Schnauze bekommen hast, Junge.
Diese Folge wird FSK 18 werden. So, wir öffnen mal die Gepäckluken. Ja, leider kann ich ja No Escape und WrestleMania nicht mehr gucken. Sandman holt sich Sky. So. Finde ich eigentlich schade. Man soll die Großveranstaltung auch im Fernsehen gucken können. Free TV. Ich würde mich freiwillig nachts um zwei hinsetzen und das gucken. Von Sonntag auf Montag. Ja, ja. Nein. Genau. Oh Mann. Ich diesen AJ Style hasse. Aber nein. Sag ich doch, ey. Ich sag jetzt die Hackfresse erkenne ich überall. Aber doch wirklich zwei Milchbubis bei sich, also ist der. Ist der helle Wahnsinn, also Meister Proper und Meister Proper Junior. Oh ne, du nicht. Aber zieh was anderes an. Es ist kalt draußen, Junge. Ich lasse das jetzt einfach im Hintergrund unkommentiert stehen. Das ist der helle Wahnsinn. Die Folge wird heute übrigens länger als gedacht. Ja, Super Showdown, ganz kurz. Fand in Saudi-Arabien statt. Finde ich ehrlich gesagt nicht sehr schön. Das hätten sie in Deutschland machen sollen, aber nicht in Saudi-Arabien. Da geht es nur ums Geld. Aber wenn man AJ was vorwerfen kann, dann sollte man sich nicht mit dem Sensenmann anlegen. Mit dem Undertaker legt man sich nicht an. Und den toucht man auch nicht mitten auf die Brust mit dem Finger. Weil sonst passiert sowas. Wenn der Deathman einmal zuschlägt, dann war's das. Das mit Brock Lesnar. Ja, war traurig, dass die Serie des Undertakers beendet wurde. Aber der Blick von AJ Styles, gerade wenn ihr den sehen könntet, der ist legendär. Also. Ja, was will ich dazu mir sagen? Ach so, ja, hier. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich lese da. Ach, scheiß auf den Set, den der Chef mir vorgelesen hat. Guten Tag, ihr Saftsäcke. So, ganz kurze Regeln. Es gibt mehrere Regeln an Bord. Erstens, halte die Fresse. Zweitens, sagt nichts über meine Fahrweise. Drittens, wenn es blitzen tut, denn nur weil ihr mich nerven tut. Viertens, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ich fahre verkehrsrechtlich richtig. Halte mich an die Verkehrsregeln und wir kommen mit 8, 4, 5, 6, 20 Stunden später an der Haltestelle. Oder ich halte mich nicht an die Verkehrsregeln, rase wie ein Irrer mit 100, was der Bus natürlich schafft, was wir auch fahren können. Und wir kommen natürlich pünktlich an. Wir haben es 3.37 Uhr, was wollt ihr? Abfahrmäßig ist 3.25 Uhr. Wir sollen um 8.24 Uhr in Leipzig sein. Wisst ihr was? Ich bin eher in Leipzig. So. Also in dem Sinne, schneidet euch an, Rauchen ist verboten, die Küche ist da hinten, selbst wie nun Klo ist auch da. Wer das Klo als letztes benutzt, ach du Scheiße, wir machen nur noch 15 Minuten Pause. Also wer das Klo benutzt, der muss an einer Haltestelle natürlich auch das Klo wieder entleeren. Ich mach das nicht, haltet den Bus sauber, ansonsten leckt ihr die Scheiße auf. Baut ihr hier irgendwelchen Mist? Gut, Kinder sind sowieso nicht bei. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine angenehme Fahrt und viel Spaß.
Ei essen. Da wiegt Mark Wahlberg recht. Man legt sich nicht mit dem Sensmann auch. Hier sind schon wieder Schranken, echt, ey. Die sollte es auch beherzigen. Zu heiß. Oh. Ja, ich halte an. Oh. Klimaanlage ist jetzt so weit. Ich kotze das an. Mir ist zu kalt, mir ist zu warm. Ich habe mir in die Hose gepullert. Meine Hose ist nass. Ich habe keine Wechselhose mit. Ich kann's doch nicht ändern. Nimm das doch einfach so in Kauf, meine Güte. Ist doch schön, wenn's mal nicht warm wird. Wir haben Klimaerwärmung. Gewöhnt euch schon mal daran. Sind doch nur 24 Grad. Wunder ist, ehrlich. Naja, der Undertaker wäre eigentlich schon längst in Rente, Junge. Naja, wenn du mein Halb bist du nicht, du bist ein Grün. Oh, schade, ich dachte, das ist ja größenwahnsinnig, aber nicht phänomenal. Ich eins gelernt habe von Baluten, bringt es nichts, wenn man nach Vorschriften fährt. Scheiß rauf! Also ich wusste gar nicht, dass der Bus fast umkippt. Ich will mal so sagen, wir waren noch nicht in dem Winkel, dass der Bus umkippen kann. Aber ist ja auch egal. Ich hatte ihnen eigentlich gesagt, sie sollen die Fresse halten, aber... Labern sie halt mich zu. Ich bin ja nur der Busfahrer. Übrigens, in Linienbussen gilt nicht während der Fahrt mit den Fahrerinnen. Dass sie sich hier dann auch nicht halten tun. Als Strafe werden wir natürlich keine 15 Minuten Pipi-Pause machen. Ist doch nicht mein Problem, wenn da hinten jemand aufs Klo sein großes Geschäft macht. Wenn es danach müffelt, sie müssen aufs Klo, ich nicht. Das ist der Bus von meinem Kollegen, also... Ich sitze hier vorne, ich kann Fenster aufmachen. Oh, dann hauen wir mal hier raus. Also, wie gesagt, das ist der Bus von meinem Kollegen. Also, ich fahre eigentlich Neoplan Cityliner. Aus dem Doppeldecker fahre ich eigentlich, längere Touren. Das muss man erstmal hinkriegen. Oh, bei 102, da. Was steht das Auto da? Ne, ist ein LKW. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man viele, viele bunte Sachen sehen. Olli. Ich sollte nicht singen, wenn die Tabulen da wäre. Obwohl, er konnte selber nicht besser singen mit Modern Talking. Die jüngere Generation wird es wahrscheinlich nicht wissen. Ich weiß nicht, ob unter meinen Abonnenten auch ältere Generationen dran sind. Man erinnert sich daran, wie Modern Talking, wie Thomas Anders und Dieter Bohlen gesungen haben. Also ich dachte immer, da hat sich der Dieter Bohlen seinen Schniedewurz eingeklemmt. So wie er gesungen hat. Ich werde das Video wird sowas von FSK 18. Nicht nur, weil im Hintergrund Wrestling läuft, nein, weil ich auch so einige Worte sage, die, obwohl die heutige Jugend mit 12 Jahren schon schwanger, oder zumindest schon halb schwanger. Ja, so ist das.
Leider konnte ich meine beiden Teile von der Calais-Tour, die ich gemacht habe, nicht hochladen. Da irgendwas mit YouTube nicht stimmt. Aber naja. Naja, so ist das. Naja, so only. Man, da zieht sich hier aber auch hin. Entschuldigung, wenn ich der Meinung bin, das ist ein Hochseeboot und hier ist Sturm, dann ist das auch so. Und wenn Sie das nächste Mal mir hier einfach mal so von da hinten die Hucke voll labern, stehe ich auf und hau Ihnen eine auf die Schnauze. Ich denke, ey, was sind dann Sie so dämlich? Hat der Bus denn keine Klimaanlage? Die Logik von Ihnen ist etwas sinnlos. Sie beschweren sich, dass die Klimaanlage zu heiß ist. Fragen aber, ob der Bus keine Klimaanlage hat. Ich will ja nichts sagen, aber wenn Sie sich aufregen, dass die Klimaanlage zu heiß ist, dann wird wohl die Klimaanlage an Bord vorhanden sein im Bus. Kann aber auch sein, dass ich gerade außen die Temperatur geregelt habe. Das ist außen 23 Grad, nicht im Bus. Echt, Sie haben auch Probleme. Wir haben Klimawandel und Sie regen sich auf, dass im Bus das um 1 Grad zu warm ist. Es ist zu heiß. Dann müssen Sie sich halt etwas leichter bekleiden. Müssen ja keine Downboy-Wäsche anziehen. Also, Sie müssen jetzt sich hier nicht mit einer dicken Downboy-Wolljacke kleiden oder sonstiges. Sie müssen sich auch nicht so ein halbes Schaf um eine Bäuchlein legen. Ich meine, Sie schwitzen dann, Sie nehmen auch ab. Merken Sie das nicht? Das ist eine Schönheitskur hier. Wenn ich stark bremse, knallen Sie mit dem Gesicht nach vorne. Vielleicht wird Ihre Nase dadurch kleiner. Und das war's. Ja, so ist das. Jay, ich bin ganz der Meinung der beiden. Wo ist das eine Pussy schon wieder? Oh. Schon wieder. Es hat aber diesmal geklappt. Diesmal hat sich keiner darüber beschwert. Mal gucken, wie weit wir eigentlich noch entfernt sind. Oh, wir kommen aber Dresden gefährlich nah, ne? Also jetzt nicht in der Hinsicht, also wir haben es jetzt schon 4:11 Uhr. Ja, so ist das. Na gut, dass ich auch Imagine sie zocke. Also, wenn ich hier Scheiße baue und das zu einem Großunfall kommt, kann ich zumindest schon mal erste Hilfe leisten. Werden so einige Punkte heute abgezogen von der Wertung. So viel steht fest. So. Was blinkt er denn jetzt hier vor mir? Na, zieh doch rüber, wenn du rüber willst. Mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein. Oh, 100 ist drin. Ich hab gehupt, sie haben es gewusst. Jetzt bremsen wir mal scharf, aber. Wo bist du denn jetzt hier? Upsa. Bei der Fahrschule, ich weiß ja nicht, ob. Wenn sie einen Führerschein hätten, dann könnten sie auch doch selber fahren. Aber ich habe meinen Führerschein gemacht. Ja, jetzt weiß ich aber nur nicht mehr, wo Fernlicht an war.
Ups. Nee, das war nicht. Ah, F, ja. F wie Fernlicht. Jetzt weiß ich genau. Ja, also so irgendwo blinken kann ich hier nicht am Bus. Wir haben und haben bei Flixbus so einen Engpass. Uns sind die Blinker ausgegangen. Der Bus besitzt keine. Kann man nun mal nicht ändern. Das ist geil, der Bus mit Fernlicht und den ganzen aus, die von vorne geblendet werden. So. Ja, ich konnte Drew McIntyre eigentlich nicht so wirklich leiden früher, aber jetzt wo ich gesehen habe, dass er Brock Lesnar fertig machen kann, ist er doch so ein kleiner Liebling von mir geworden. Es ist so lustig, Flixbus und Wrestling, beides kann man eigentlich nicht so wirklich verbinden miteinander. Obwohl, nein, wir wollen nicht in die Pampa, wir wollen nicht in die Pampa, wir wollen nicht in die Pampa. Und das zwar schon irgendwie verbinden, aber wir können ja bisher nur Fußball umherfahren. Ja, 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 eine Seefahrt, die ist lustig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Echter Schweinepriester. Neben der Straße, falls das noch nicht bekommen haben. Wahnsinnigen Kommentar. Schwerer Unfall, der Bus hat ja nichts. Manchmal frage ich mich, ob wir bei Flixbus nicht doch einen Panzer statt einen Bus fahren. Ich meine, der Bus ist immer noch heile. Gut, das andere Auto wahrscheinlich auch. Irgendwie fahren ja alle Panzer. Das ist. Ja, ja. Gucken. Es gibt ja, ich glaube, das war Indien, da waren die Busfahrer ja genauso schlimm wie ich. Sprich, die hupen, die Lichthupe, die rasen wirklich, also. Ich finde es irgendwie interessant, dass Flixbus eigentlich in den indischen Fahrstil nachahmt. Das ist einfach so wie in Indien. Platz da. Bitte. Das müssen sie aber nicht mir sagen. Die Sauerei müssen sie wegmachen. Warum sie mir das eigentlich sagen, dass sie irgendwas verschüttet haben, ist nicht mein Problem. Wenn sie Arthritis oder was weiß ich, wenn sie irgendwie nicht mehr richtig bei Trost sind. Wenn sie schon was auf dem Kessel haben, 8-1. Wir haben heute Sonntag. Das ist aber Samstag. Ich weiß ja nicht, ob sie feiern waren, saufen waren. Wenn sich jetzt sturzbesoffen im Bus sitzen und irgendwas verschütten, müssen sie es aber machen, nicht ich. Oh ja. Schöner Kick ins Gesicht von AJ Styles. Von Österreich bei seinem Kampf aus dem Ring verpasst.
Ja. Ich ist jetzt mal zum Friseur. Oh. Hier müssen wir dann hoch, wenn wir nach Leipzig wollen. Guck mal. 4:57 Uhr. Eigentlich haben wir erstmal 3:54 Uhr. Fährst zu schnell. Es hat mich schon mal eine Trolle gefragt, ob ich einen Bleifuß habe. Nein, habe ich nicht. Ich habe kein Blei in meinem Fuß. Warum fragen Sie das eigentlich? Sie wollen doch rechtzeitig da sein. Wir sind in Dresden. Wir gehen mal hier in Dresden runter. Oh, wir fahren jetzt hier mit 57, da ist ein Blitzer. Oh, er hat nicht geblitzt, Gott sei Dank. So. Also ich sage jetzt schon mal so eins, wir erreichen durch Dresden. Ah, wir sind pünktlich, das will ich auch mal sagen. Also pünktlich sind wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon 26 Minuten 26 und wir sind wirklich pünktlich. In Wirklichkeit. Ja. Man sieht, man spart sehr viel Zeit. Bordstein zu hart. Ja. Labern sind eh von fertig. Hier stehen hier noch Autos. Ui. Oh. So. Beste, was bei Wrestling ist, sind immer noch die Diven. Die sehen nicht nur gut aus, nein, lass mal was anderes sehen, sag zu den Männern. So viel dazu. Ja, können sie. Oh ja, das mit Edge war wirklich. Was wenn die Orten da gemacht hat, das war nicht in Ordnung. Naja, da bleibt. Ja. Also Randy Orton, ich konnte ihn noch nie leiden. Das ist einfach nur schlimm, was Randy Orton mit Edge gemacht hat. So, also auch für die zusteigenden Passagiere. Wir gucken nebenbei Wrestling. Sie halten die Fresse, sagen Janusz, wie ich fahre. Und so fahren wir alle Mann am besten. Also wie gesagt, nur sagen und einfach Fernsehen gucken. Danke. Hatte ich nicht die Türen eigentlich geschlossen gehabt? Nein, gut, echt. Ja, erst so, was dann passiert, wenn die Orten dann gemacht hat.
Einfach nur krank. Krank, krank, krank ist das. Einfach nur krank. Ich kann nicht anderes dazu sagen, dass der Nacken. Ehrlich. Und dann auch noch mit dem Stuhl. Also nicht nur einmal. Also Leute, schaut euch einfach mal Wrestling an. Es ist wirklich der Hammer. Also. Nein, wir wurden gerade nicht geblitzt. War ein Paparazzi, der kennt mich. Der hat mich mit Paluten verwechselt. Der dachte, ich bin Paluten, weil ich genauso gut fahre wie er. Also. Weiß ich nicht, ich glaube eine Ratte. Ich glaube, ich habe gerade eine Ratte überfahren. Ich weiß nicht, was das war. Ich guck auch nicht nach. Selbstverliebte Grinsen. Ah ja. Der arme Edge. Ich weiß ja, was passiert, aber ich spoiler nicht. Da steigt gerade ein Auto. Oh ja, und dann rennt er gleich wie kleine Mädchen weg. Sichter sind unbezahlbar. Ich meine, dass das eine Fake-Spinne ist, sieht man sofort. Also. Selene hat sie in den Toaster gebacken. Leichter. Ja, darum soll man sich auch anschneiden. Scheiße, ich hänge. Wir kommen aber raus. Zack, sag ich doch. Das stimmt, wir haben heute Sonntag, also ist definitiv ein Sonntagsfahrer. Rey Mysterio. Ach ja. Ach ja, ist das. Also der ist wirklich. Ach ja.
Ja, Dinge, die man ausprobieren sollte, tanzen. Als das, was man nicht ausprobieren sollte, das, was ich auch schon öfters mit meinem kleinen Bruder gemacht habe, Wrestling gespielt. Wer kennt das nicht, wenn man kleine Geschwister hat, vor allen Dingen, wenn man Jungs ist, wenn man einen kleinen Bruder hat, der auch Wrestling guckt. Die können so oft sagen, man soll es nicht nachmachen. Man macht es zu Hause dennoch nach. Wir haben es so weit getrieben, wir haben uns einen Wrestling-Ring in den Garten gebaut. Wir haben Kartons aufgebaut und diese als Tische genommen und haben uns da durchgemacht. Also wir haben uns wirklich die Fresse poliert, bis wir bluten. Also es. Ja. Ein Problem. Wir sollten eigentlich noch 15 Minuten Pause machen. Kommen wir eigentlich noch an irgendeinen Rast? Ach, wir sind ja gleich in Leipzig. Ich gesagt, wenn es keinem auffällt, dann machen wir auch keine Rast. Aber ich glaube, wir müssen ja trotzdem Rast machen. Na gut, dann machen wir, wenn wir in Leipzig machen, wir Rast. Suchen wir in Leipzig kurz bevor da sind, irgendein Parkplatz. Stellen uns kurz ran an der Haltestelle. Machen wir kurz eine Rast und danach. Oh. So, wir müssen nach rechts Leipzig und danach Halle. Gut, wir hätten auch natürlich bis nach Halle fahren können. Aber. Ach, ey, wir fahren nur bis Leipzig. Schaffen hier. Ah, das haben wir es ja mit 100 geschafft. So. Zack, zack, zack. Wir im Flixbus fahren immer schnell und sicher. Da, wo sie hinwollen. So, dann fahren wir die nächste Ausfahrt. Und jetzt kommt eine scharfe Kurve. Die ist scharf, aber wir sind noch nur zugegen gefahren jetzt. Das ist die erste Fahrt, die wir hier gemeinsam gemacht haben mit dem Setra. Die war wesentlich angenehmer. Das liegt aber auch daran, dass ich mal gucken wollte, wie reagiert er eigentlich. Ja, es gab ja 4 Kommentare unter meinem Video. Und ja, und da wurde ja auch MSG grafikkartenmäßig. Da wurde aber auch schon darauf hingewiesen, dass ich nicht der Einzige bin, der Klimaanlagenprobleme hat. Im Setra ist bei mir die Klimaanlagenprobleme, weil ihr seht, beim MAN hast du ja die Anzeige, wie warm. Aber hier, nicht hier in dem Setra, was ja das nicht so wirklich. Aber naja, so, wir sind jetzt in Leipzig. Davon ist eine Haltestelle. Da kommt so eine Haltebucht. Nein, kommt da nicht.
Ja, wir haben das Coronavirus da. Ob das denn so toll ist, dass die WEs das hierher kommen. Also ich war einmal, konnte ich mir das schon mal live ansehen, wo sie in Magdeburg waren. Das war... Ja, man hat aber gemerkt, dass es zum Teil Show ist. Also so ein bisschen traurig war man. Der Platz war auch nicht gerade so der beste. Zu weit. Aber nun denn, was zählt denn die Erinnerung? So. Wär's zu schnell. Wenn sie meinen. Also nur Flügel fehlen, denn... Ist das so? Wir kommen ja eigentlich gleich schon an unserer Endhaltestelle an. Wir müssen noch einen Rastplatz suchen. Das hat sich bisher noch gar keiner beklagt. Mal gucken einfach, ob bestimmt hier irgendwo rasten. So. Ja, wir brauchen keine Rast machen. Ist doch schön. Machen wir noch die Auswertung. Ja, hier auch fertig. Ausloggen. Gucken wir uns die Auswertung an. Auswertung Ökonom, Service, Überpünktlichkeit, Pausenqualität, naja, Verkehrsregeln, Fahrverhalten, naja, fortsetzen. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bei Folge 3.